Hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play Call of Duty Advanced Warfare. Hier ist wieder euer WTP und wir setzen die Kampagne mal fort. Hilfe! Ja. Spiel fortsetzen, genau. Nach dem zweiten Tag heftiger Gefechte ist es den US-Marines gelungen, die nordkoreanischen Streitkräfte aus Seoul zu vertreiben. Da bald eine weitere Division eintreffen soll, besteht große Hoffnung, dass die Region bald wieder Frieden und Stabilität erfahren wird. Wieso wird einer verschont und der andere nicht? Bis heute weiß ich keine Antwort. Aber der Tod holt uns alle. Irgendwann. Wenn in 4 Stunden mehr als 6000 Männer sterben, ist ein Todesfall nur noch eine Nummer. Ich wusste nur, dass mein bester Freund fort war. Ein Teil von mir wünschte, es hätte mich getroffen. Die Toten haben ihre Schuld beglichen. Jetzt sind die Lebenden an der Reihe. Wir verabschieden uns von Private William Robert Irons. Es war meine Ehre, dass er unter meinem Kommando stand. Der Wert eines Lebens wird durch den Einfluss bestimmt, den es auf andere hatte. Daran gemessen war Private Irons einer unserer Besten. So, ja, Will Irons ist ja in der letzten Folge gestorben, leider. Ja, deswegen... Exotyp-Spezialist. Mal gucken, was uns jetzt erwartet hier. Er hinterlässt Familie. Oh ja, nicht gut. Freunde, für den. Marines-Kollegen und eine dankbare Nation. So mache ich das. Das passt nicht dazu, was ich gerade gemacht habe. Ja, machen wir das auch mal, um ihn die letzte Ehre zu erweisen. Mit einem Arm. So, und rennen wir einfach weg. So gehört sich das heutzutage, ne? Will war einer der Besten. Wir kümmern uns umeinander. Wenn du was brauchst. Verzeihung, Private Mitchell. Jonathan Irons. Wills Vater. Mr. Irons, es tut mir sehr leid, Sir. Das glaube ich, Sergeant. Private Mitchell, Sie waren Wills bester Freund. Sie haben beide einen zu hohen Preis für Ihr Land gezahlt. Es war eine schreckliche Tragödie, Sir. Das war nicht nur schrecklich, Sergeant. Es war auch unnötig. Junge, ich biete Ihnen eine zweite Chance. Mr. Irons, Mitchell wurde entlassen mit seinen Verletzungen. Ich weiß von seinen Verletzungen, Sergeant. Bei Atlas haben wir Prothesen, die denen des Militärs 20 Jahre voraus sind. Will sagte mir, was für ein Soldat Sie sind. Sie sollten für ein Militär kämpfen, das ebenso effektiv wie Sie ist. Erwägen Sie es. Wills Tod sollte nicht umsonst sein. Sergeant? Boah, hab ich mich ja gerade erschreckt, wo die geschossen haben. So. Jetzt sind wir bei Atlas. Atlas. Hey, diesmal weiß jeder, was zu tun ist. In Position gehen. Mit Choker. Wer ist das da drüben? Und Kiele. Kiele? Okay. Wir sind mit Choker und Kiele unterwegs. Korrigiere. 3. Du bist dran, Mitchell. Schalte sie aus. Ja, soll ich das? So, habe ich das mal gemacht. Da kommt einer angerannt. Und ich Trottel treffe den mal wieder, ne? Scheiße. Mann, bin ich gut. Stoßen wir mal vor mit unserem Trupp. Zu dritt. Okay, was gibt's hier, Kielan? Ist mir egal, was hier gibt, aber trotzdem. Hä, wer ist das? Verstanden, Prophet. Lol. Hey. Ach, hier. Das ist Rivers. Das ist... Okay. Wirf eine Warngranate. Okay, wie geht das? Ach so. Flammen. Auf sie mit Gebrüll. Geht das so? Keine Ahnung. Ruhe, ich habe ihn durch die Wand gekillt.
Voll nur drüber schießen. So, komm, mach, dreh die Tür auf, Digga. An der Tür aufstellen. Okay. Stummladung platzieren. Wow, die wird ja sofort aktiviert. Scheiße, ist das denn? Und so war überlegt, ist es eigentlich scheiße, Leute. Hallo, Mr. Putus. Raum sicher. Mr. President, wir sind ein Atlas-Rettungsteam. Oh. Können Sie sich authentifizieren? Zulu Tango. Okay. Das sieht aber auch geil aus hier. Das ist, in Ordnung, Junge. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. So, wir haben den Residenten gerade. Was ist das denn? Oh, wir haben noch eine Pistole. Mensch, Alter, einfach. Lassen wir sie mal vorbei. Anscheinend ist ja aber auch nichts mehr. Oh, süß. Oh, Spielzeug. Was soll ich dazu sagen? Ja, Spielfehler. Mehrere Feinde beim Pool. Ausschalten. Ja? Mal, nutzen wir auch mal die Pistole hier. Wenn ich mich jetzt nicht dumm anstelle. Cool, ich habe mich mal nie umgestellt, dumm gestellt. Aber bei dem versage ich. Mach's ruhig so, WM. Ah, Alter. Was ist jetzt los? Scheiße, die haben mich jetzt auch noch gefunden in so einer Situation. Ist nicht gut. Hey, komm, spielt mal erstmal 3 Tage in der Nähe. Ist mal schon wieder so richtig schlecht. Geht weg. Geht weg. Ey, na, du brauchst nicht weggehen. Ihr könnt hier bleiben, ja. Wir sollen da rüber gehen, sehe ich gerade. Ich bin ja Spezialist. Sanitäter. Der Sanitäter wurde gerade abge. Malu. Oh, wie viele kommen denn jetzt hier an? Granate! Weiter geht's in diesem Gefecht. Muss man jetzt hin? Los, los! Go, go, go! Was? Irgendwie vermisse ich hier gerade was, weil ich da oben immer so eine Drohne steuern durfte. Puh, keine Ahnung, was jetzt los ist damit. Patrouille nähert sich. Runter. Oh, Patrouille. Ich weiß, es wird zwar unklug sein, aber schon. Soll ich es ausprobieren? Soll ich nicht ausprobieren? Oder warte mal. Wir wollen ja gucken, was hier abgeht, was wir uns entgehen lassen hier. Nur so wenig. Ach, wie süß. Ach, okay, niedlich. Weiter. Okay, weiter geht's hier. Ich finde natürlich nicht, weil die so dumm sind. Was? Hab ich nicht gesagt. Zugangsstraße. Wie ist der Evakuierungsstatus? Transporter kommt schnell rein. Ankunft in einer Minute. Wir müssen uns eine Minute. Haltet sie auf! Ja? Bist du sicher, dass ich das schaffe hier mit meinem Aim? Ja, oh geil, Alter. Scheiß Arm. Was geht mit meinem Arm los? Atlas 01, Evakuierung ist gleich da. Los, los! Da ist unser Gefährt. Mitchell, bring den Präsidenten rein. Schnell, schnell, schnell. Wieso wollen wir denn eigentlich vorne rein? Wieso kriegen wir aber auf die Schnauze? Und wieso wird der, ich frage das lieber gar nicht. Klampig, Mitchell. Danke. Du bist ein toter Mann. Zurücksetzen! Keine Entschuldigung für Ausrüstungsversagen. What the fuck? Die beste Waffe ist die zwischen deinen Ohren. Benutze. Alter, was ist das denn? Ey, wie geil wäre das denn in echt? So eine riesige Halle. Oh, das
Ja, cool. Das war sein Arm, Sir. Ich wusste, es ist zu früh. Dieser Arm ist mir mehr wert als die gesamte Anlage. Wir arbeiten daran. Arbeitet weiter. Er ist ein toller Soldat. Frage ich mich mal, wie viel die ganze Anlage gekostet hat. Sorry. Keine Verwendung für gute Männer wie dich hat. Spring rein. Machen wir eine Tour. Jetzt wirklich, ich frage mich gerade, wie viel das Ganze hier gekostet hat, weil das ist riesig. Hallo, Putos. Magst du mich jetzt nicht mehr? Ach, lass mich auch rüber. Also ich würde denken, leck mich doch am Arsch. So, Chamber. Wenn du so heißt. Atlas. Wap, wap. Joker, wir bringen Mitchell zur Forschung. Die Anlage ist wirklich riesig, ja. Das geht man gar nicht. Okay, Boss. Hier ist auch Werbung, fällt mir gerade so auf. Okay. Du siehst hier fortschrittliche Kriegsführung. Atlas hat das größte stehende Militär der Welt. Aber wir unterstehen keinem Land. Im Gegensatz zur Regierung zeigen wir offen, wozu wir fähig sind. Wir verkaufen keine Politik, sondern Macht. Wir sind eine käufliche Supermacht. Ah, der Panzer sieht auch geil aus, ja. Ja, cool. Jetzt laut. What? Lo, der kann stehen. Bedeutet nicht nur die Fähigkeit zu zerstören. Atlas hat Infrastruktur an Orten gebaut wie Korea, Sierra Leone und Nigeria. Wir schaffen in ein paar Jahren, wozu Regierungen Jahrzehnte brauchen. In Wahrheit sind wir oft effektiver als die Regierungen, die uns beauftragen. Wie mein Sohn auf schmerzliche Art erfahren hat. Okay. Die spielen hier mit ihren Boost-Fähigkeiten. Die üben besser gesagt. Ah, oh, geil. Gleichzeitig. Ich würde es angucken. So, was gibt's hier Schönes? Keine Ahnung. Was gibt's? Ich weiß, du machst das nicht für Geld. Daran erinnerst du mich sehr an Will. Jetzt reparieren wir den Arm. Dann reparieren wir mal den Arm von ihm. Von Mitchell. Tschüssi. Also gut, hier drüben. Okay. Was? Such. Kampf. Was? Atlas MP Police? Das sieht gut aus. Gibt es die Rüstung auch im Multiplayer? Oh, keine Ahnung. Guten Tag, mein Akku ist bald leer. Passiert. Da ist Spider-Man. Spider-Man in Ausbildung. Cool. So, Mr. Gideon. Wir haben zwei Arten von Exos. Angriff und Spezialist. Beide haben jeweils eine primäre und eine sekundäre Fähigkeit. Der Angriff, okay, was macht der hier? Hat die Klappe. So wie mit Menschenmassen. Das ist bestimmt der Spezialisten-Exo. Das ist bestimmt der Soldaten-Exo. Der macht das Schild einfach nicht kaputt. Rein, Mitchell. Ja, jetzt nee, ich will hier gucken. Hallo, Mitchell. Ja, hallo. Bitte, hier herüber. Ich will nicht, nein. Ich hab Angst, nein, geh weg. Okay, wir müssen es tun. Wir haben keine andere Wahl. Wir haben ein Armgeschenk gekriegt. Eigentlich ist das ja gar nicht so schlecht. Ah. Ich lasse eine Diagnose durchlaufen. Versuchen Sie bitte, Ihren Arm zu bewegen. Okay. Ich nehme eigentlich nicht schlecht, wenn das auch in echt gäbe. Das ist eigentlich so was geil. Nochmal bitte. Da auch noch ein Fuß dazu. Füße oder Beine besser gesagt. Ich denke, ich erkenne das Problem. Sag an, Doc. Noch einmal bitte.